Aufklärung Deluxe. Aber schwanger werden kannst du nicht, ne? Ich glaube, das geht auch. Matthias Horrorprüfung. Ich habe jetzt schon Beklemmungen. Und die Promis auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Ich bin ein Idiot, hol mich mal hier raus. Du bist ein Vollidiot, du bleibst drin. Willkommen zu Tag 3 im Dschungelcamp. Den Daniele. Daniele? Sogar die Stars kennen sich untereinander nicht. Daniele. Noch schlechter findet man echt nur Danieles CDs in den Läden. Kommst du? Ich bin der David. Achso. Und wer ist das jetzt schon wieder? Also komm, ich helfe jetzt mal mit. Tatjanas Augenlider sind ja auch noch von der Lidstraffung gelähmt. Moment, Danieles Haare leuchten doch im Dunkeln. So, mit Schwarzlicht müssten wir den doch eigentlich finden. Ah, da hinten leuchtet das. Ansgar, was leuchtet denn da an deinen Händen? Ja, danach bitte immer schön die Hände waschen. Ah, vielleicht im Dschungeltelefon. Ah, Daniele macht eine Zigarettenpause. Oh, oh, die Zigarette kommt auch von der Sascha, oder? Wie sieht das denn mit Teilen aus? Zigaretten sind für den Eigenbedarf. Ja, aber Eigenbedarf heißt ja dann auch nicht teilen. Jetzt widersprichst du dich ja gerade. Das ist jetzt ein bisschen witzig. Und was genau die Polizei unter Eigenbedarf versteht, das weiß Daniele garantiert besser. Die Dschungelprüfung. Wir fassen den gestrigen Tag nochmal kurz zusammen. 10 Sterne, 10. Heute muss Matthias schon wieder ran. Er ist auch total fertig, aber seine Mitcamper bauen ihn auf. Ich habe gestern schon gedacht, du schaffst es nicht. Und dann hast du Boom. Matthias, go. Du bekommst jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit abzutauchen. Nee, tut mir leid. Ich bin ein Star. Matthias, du sollst nicht lügen. Holt mich hier raus, das geht nicht. Weil ich noch nicht mal, also ich merke auch, dass ich noch nicht mal an diese Decke. Meine Sendezeit steigt wahrscheinlich extrem, ja. RTL hat natürlich reagiert. Ich bin der Schlange, war ja auch scheiße. Komm, der grüne Mensch. Der hat so diese Schlangennetz. Ja. Ach du Scheiße, ey. Keine Sorge, Matthias wurde am nächsten Morgen wieder zurück ins Camp gebracht. RTL hat aber in der Zwischenzeit die Shirts der Kandidaten alle ausgetauscht. Überall ist jetzt nur noch Matthias' neue Endziffer 10 zu sehen. Was bedeuten jetzt eigentlich die Nullsterne für das Camp? Bohnen und Reis. Im Ernst? Nee. Damit wiegt morgen Daniele offiziell weniger als Tatjanas Brustimplantate. Der Loser des Tages. Also bei der Katja hat man mir ja Bilder vorgelegt und dann habe ich gesagt, am liebsten will ich erst mit ihr schlafen und dann reden, das ist entspannter. Ja, eigentlich ist das auch die Wahrheit. Damit das nicht passiert, hat sich Katja vermutlich diese wunderschöne Frisur machen lassen. Bitte beruhige dich, Ansgar. Also Frauen ist mit das Coolste, was diese Welt hat. Ach, Ansgar, ne? Frauenversteher und Feminist, ein absoluter Traumtyp. Ach, ohne Scheiß, jetzt check ich das erst. Katjas Zopf, das ist wie so ein, wie heißt das, so eine Ziehkette von so einem alten Klo. So, und einmal bitte weg mit dieser sexistischen Kackscheiße. Der Held des Tages. Achtung, Bilderrätsel. Um was geht's wohl? Eier kaputt machen. Na? Ich hab mit 16 die OP gemacht. Du kannst mit Männern pennen, ne? Ganz normal. Aber schwanger werden kannst du nicht, ne? Schwanger werden kann ich nicht. Hätten Mark Terenzi und Jens Bühner das mal früh gewusst. Geht es auch andersrum? Wenn ich jetzt ein Junge sein will? Juliana finde ich richtig gut, aber lieber Gott, wir müssen da was machen. David hat er doch vorgestern was von dem Kamelchen übrig gelassen. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber genau, mehr als bisher. Hier ist ein fettes Viech bei uns. Leute, das ist aber echt nicht okay, so über Sydney zu sprechen. Was ist denn das? Eine Schlange. Eine Schlange in Julianas Bett. Und was hat David damit zu tun? Schwanger werden kannst du nicht. Ah. Was war das? Da. Mehrere Kröten. Die ficken. Wir wissen nicht, ob das Helmut Berger ist. Aber das waren die ersten und halt vermutlich auch die letzten Worte. Fickende Krücken, hier. Die wir von Sandra Steffel gehört haben. Ihr habt's geahnt. Ich verlose Katjas wunderschöne Frisur. Einfach das Video bis zum Finale teilen, liken und in die Kommentare schreiben, wer schuld am Null-Sterne-Debakel von Matthias ist. Hier unbedingt reinklicken. Tag 2. Tränen, Zoff und Details zum Katzenberger-Fight. Weil so viele nachgefragt haben. Ich habe auch ein Instagram-Profil, das verlinke ich in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für noch viel mehr Dschungelvideos. Ciao.